Herzlich willkommen, liebe NRV-Gemeinde. Was für ein Ausblick, den habt ihr auch, wenn ihr später hier oben seid. Und was für ein Ereignis, so kurz nach dem doch unvergessenen Grundstein, den wir gelegt haben, jetzt schon trotz winterlicher Temperaturen ein Haus zu haben, das man anfassen kann. Willkommen, ihr Leute, zu diesem Feste. Dem Norddeutschen Regattaverein wünschen wir so dann, was er sich selbst so wünschen kann. Des Handwerkstandes Stolz und Zier, so leben durch das Glase hier. So. Nochmal zum Wohl. Insgesamt sieht die Finanzierung gut aus, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir die HASPA als Partner haben. Also ich will ganz ehrlich sein, so weit würde ich gar nicht denken, denn da gibt es noch die eine oder andere Herausforderung, die wir meistern müssen, denn gerade im Innenausbau, da steckt der Teufel doch sehr im Detail und ich glaube, die größte Herausforderung, die jetzt noch vor uns steht, eine Lösung für den Innenausbau zu finden, die alle Generationen, so will ich das mal nennen, zufriedenstellt. Eigentlich business as usual, wie die letzten anderthalb Jahre. Sagen, wenn wir in 6 Monaten hier drin sind, dann machen wir ein Fass auf. Ich bin sehr glücklich. Ich finde, der Meilenstein ist riesengroß für den NRV. Und wenn man sieht, wie jetzt die Pläne Wirklichkeit werden, dann kann man ermessen, dass nicht nur die Pläne gut waren, sondern dass das Leben in diesem Haus auch großartig wird. Man steht jetzt schon hier auf dem festen Boden. Man sieht die Wände, man sieht den tollen Blick über ganz Hamburg. Also das ist ein richtig großes Glücksgefühl. Ja, klar freuen wir uns. Also wir haben uns schon ausgemalt, was wir für Trainings absolvieren können. Und ja, das wird auf jeden Fall klasse. Ihr feiert in 4 oder 5 Jahren, feiert ihr euren 18. Geburtstag. Ja. Wenn wir das hier machen? Mal schauen, ja. Mal sehen, wie das dann hier aussieht. Ne?